das erste Aufeinandertreffen zwischen Straubing und Augsburg in dieser Saison. Beide Teams punktgleich nach 10 Spielen, jeweils 12 Punkte. Gerade Straubing noch hinter den Erwartungen zurück, aber heimstark zumindest in dieser Saison. Und das brachten sie auch aufs Eis von Beginn an mit viel Druck. Und nach etwas mehr als 12 Minuten dann auch mit der Führung bei 4 gegen 4 auf dem Eis. Manning trifft nur den Pfosten, aber Luke Adam ist da, um den Rebound zu verwerten. Führung Straubing und auf der anderen Seite muss man sagen, mal wieder ein Rückstand für die Augsburger Panther. Das große Problem für Augsburg in dieser Saison, dass sie immer wieder frühen Rückständen hinterherlaufen müssen. Und zumindest Markus Keller hatte Interesse daran, den Rückstand in Grenzen zu halten. Diese klasse Kombination im Powerplay. Der überragende Save von Keller gegen JC LePom. Aber nur wenige Augenblicke später das Duell nochmal. Augsburg kriegt die Scheibe nicht raus, die Abstände zu groß. Und diesmal ist LePom der Gewinner im Duell mit Keller. Das 2:0 für die Straubing Tigers. Wir sehen der Puck ganz klar noch auf der blauen Linie. Augsburg will schon zum Wechsel. Ja, und dann steht LePom da sehr, sehr frei. Und diesmal lässt der Keller eben keine Chance. 0:2, schon wieder eine ganz schöne Hypothek für Augsburg. Aber die hatten eine Antwort parat wenig später. LeBlanc bringt den Puck vors Tor und vom Schlittschuh von Peer prallt die Scheibe ins Tor. Der Anschlusstreffer für die Augsburger. Kaffner steckt durch, LeBlanc mit dem Wraparound-Versuch. Am Ende ist es eben der Schlittschuh von Adam Peer, der Augsburg zurückbringt in dieses Spiel. 1:2, also das Ergebnis aus Sicht von Peter Russell und den Augsburger Panthern, die ganz gut starteten ins zweite Drittel, allerdings kein Tor erzielten. Das fiel dann eben auf der anderen Seite. Parker Tuomi via Rückhand mit der 3:1-Führung für die Tigers. Lempel treibt ran und dann ist es Tuomi mit dem Schlenker nach innen, mit dem Rückhandschuss. Augsburg hatte zuvor immens viel weggeblockt und dann kommt doch mal einer durch und der ist drin. Und nur 1:26 später gleich nochmal dieses Spiel. Wieder kommt einer durch, wieder ist er drin. Diesmal direkt nach dem Bulli. Da schaltet Sandro Schönberger am schnellsten und bezwingt Keller, der überhaupt nicht sieht in dieser Situation. 4:1 für die Tigers. Aber auch diesmal gaben sich die Panther nicht geschlagen und hatten eine Antwort parat. Das ist Saponari. Unwiderstehlich oben links in den Giebel, das 2:4. Dank guten Vorcheck auch von Johnson da hinterm Tor, der zusammen mit Saponaro den Puck nicht verloren gibt. Florian Bugel im Tor. Der Straubing Tigers hier ohne Abwehrchance, der 20-Jährige mit seinem ersten DEL-Start. Aber relativ beschäftigungslos. Das sollte sich zumindest nach dem 2:4 ein bisschen ändern. Dann wurde es auch mal hektisch vor dem Kasten der Tigers. Und Bugel muss hier sein ganzes Können aufbieten, legt sich quer aufs Eis und schafft es, den Anschlusstreffer zu verhindern. Somit eine 2-Tore-Führung für die Straubing Tigers nach 40 Minuten. Das Schlussdrittel dann geprägt vor allem durch Defensivhockey der Tigers, die nicht mehr allzu viel anbrennen ließen. Spätes Powerplay für die Augsburger, dann wurde es doch noch mal gefährlich. Sehen wir hier Trevelyan mit der Rebound-Chance, scheitert aber auch an Florian Bugel. Also eine gewisse Nervosität war zu spüren bei Bugel, aber am Ende auch mit einigen wichtigen Paraden hatte seinen Anteil am letztlichen 5:2-Erfolg der Tigers, denn in der letzten Minute das Tor leer bei Augsburg und Taylor Lear nutzt das Ganze aus, zielt und trifft ins leere Tor. Ein 5. Saisontreffer, damit gleichzeitig auch der Endstand für die Straubing Tigers, die den Grundstein legten durch ein starkes erstes Drittel. It's kind of been a theme in the last couple of games. We kind of get behind the eight ball, and we can't wait for our teams to go up by 2 or 3 goals to start playing. You know, we came out a little flat, and they were all over us. Our goalie hung in there for a while, and then, you know, we go down 4-1, and we start playing. But we can't wait that long. Teams are too good in this league to give them 2 or 3 goal leads. We want eigentlich genauso druckvoll aus als rauskommen wieder heim. Das ist eigentlich schon unser Ziel. Wie gesagt, aber an dem hapert es noch, an dem müssen wir arbeiten. Aber ich hoffe natürlich, dass wir jetzt kurz im Heimsieg, Freitag schon wieder daheim, ja, uns das nötige Selbstvertrauen erholen, um auch auswärts zu punkten. Ja, die Tigers seit 6 Spielen immer mit Niederlage und Sieg im Wechsel. Bei Augsburg sieht es ein bisschen finsterer aus. 4 der letzten 5 gingen verloren für die Panther.